Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen, also um heilsame Methoden für mehr Leichtigkeit, für mehr Harmonie, ja, für mehr Freude im Leben. Ja, das heutige Thema ist ja Selbstbewusstsein, selbstbewusster Handeln, selbstbewusst oder mit mehr Selbstvertrauen rausgehen. Das ist so das heutige Thema, weil ich jetzt schon etliche Male angesprochen worden bin. Da habe ich mir gedacht, naja, dann drehe ich doch mal darüber ein Video. Und für mich persönlich bedeutet Selbstbewusstsein, hat viel mit Spüren zu tun, weil je besser ich mich oder je besser du dich kennst, umso besser kannst du auch draußen dann die Grenzen setzen. Wenn ich nicht weiß, was ich mag, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, was ich nicht mag, ja, wie in Gottes Namen soll ich denn dann mich draußen positionieren, wenn ich das überhaupt nicht weiß, ne? Drum ist es so für mich, also wenn ich mit Frauen arbeite, geht's um Spüren. Und eine wundervolle Übung ist erstmal dieses Zentrieren, sich mit Mutter Erde verbinden, im Wald am besten, ne? Also klar, hier geht's auch. Aber das ist regelmäßig diese Erdung mit der Urkraft. Naja, aber jetzt gehen wir wieder zurück zur Leinwand, gell? Also ganz klare Aussage. Vor über 20 Jahren war ich ein Schatten meines Selbst, ja? Und auch ich musste Selbstbewusstsein wirklich in kleinen Baby-Steps wieder ganz neu lernen. Wahrscheinlich war ich noch nie wirklich selbstbewusst, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht zu Drogen und Alkohol gegriffen, ne? Aber wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch, ganz klar. Ja, es ist erlernbar. Und du kannst unglaublich viel hier auf diesen Leinwänden üben. Und nimm es dann mit in deinen Alltag, mach kleine Baby-Steps, übe erstmal in Situationen, wo du dich sicher fühlst, ja. Und während ich jetzt male, jetzt im Anschluss spiele ich ja das Video ein, wie das Bild entstanden ist, erzähle ich dann noch ein bisschen mehr über Selbstbewusstsein. Danke, dass du mit dabei bist. Viel Spaß! Ja, hier entsteht jetzt ein Gesicht, ein Porträt, spontan, intuitiv. Das war auch so mein Wunsch an diesem Abend. Und während ich male, höre ich natürlich immer, läuft meistens Musik. Ich lockere mich vorher ein bisschen auf mit Tanzen, mit Lockerungsübungen. Das Material ist eine ganz normale Leinwand. Acrylfarben, auch gängiges Material oder gängige Farben mit viel Wasser vermischt, damit das Ganze locker, ja wirklich wie aus dem Handgelenk, dass es locker fließen kann. Das war mir wichtig. Und die erste Empfehlung kommt jetzt auch gleich bezüglich Selbstbewusstsein, selbstsicherer Auftreten. Nein, ist ein ganzer Satz, ja, und du musst dich auch nicht erklären oder, du musst dich nicht erklären, wenn du dich aus einer Situation zurückziehst, wenn du etwas nicht möchtest, lass es, ja. Also wie gesagt, Nein ist Nein und übe, wenn du magst, dieses Nein sagen, gern mal vorm Spiegel, so habe ich das auch gemacht. Das heißt, ich habe mich vor den Spiegel gestellt und habe mir überlegt, wie könnte, also nicht piepsen, nee, das mag ich nicht, sondern wirklich gerade stehen, ja, und ein lautes Nein, das möchte ich jetzt nicht. Oder Nein, das sehe ich jetzt anders. Nein, damit bin ich jetzt nicht einverstanden.
Punkt. Mehr muss man nicht sagen. Und wie dein Gegenüber dieses Nein aufnimmt, das ist sein Part und nicht deiner. Und versuch oder lass die Erklärungen, lass es bleiben, auch dieses Entschuldigen, nee, also ich kann jetzt nicht, weil, lass es, ja. Das ist so meine erste Empfehlung. Ah ja, hier sieht man eben, wie ich, klar, ich meine, wie ich die Farben mische und so weiter. Kurzer Einblick, Atelier-Einblick. Dann die zweite Empfehlung, also die ich auch gerne immer wieder weitergebe. Überprüfe in regelmäßigen Abständen am Tag oder während des Tages deine Haltung. Wie gehst du? Wie stehst du? Hast du immer diesen Kontakt zum Boden, zur Mutter Natur? Wenn du sitzt, wie sitzt du? Sitzt du gerade oder wie ein kleiner Sack? Ne? Sind die Schultern schön gerade oder sackst du ein, wenn du mit jemandem sprichst, der dich vielleicht ängstigt oder der dich verunsichert? Ja, also mich haben ja auch manche Menschen verunsichern mich einfach. Das ist so. Ja, das kommt aufgrund der Biografie. Das sind so aufgrund meiner Kindheit. Ne, da waren es bestimmte Typen, die haben mich verunsichert. Aber wichtig ist, sich das bewusst zu machen. Übrigens, da zeige ich nur gerade, wo ich gerade bin im Porträt. Und jetzt kommen wir auch schon fast zur dritten Empfehlung. Tagebuch schreiben. Beginne mit Schreiben von einem Tagebuch. Reflektiere liebevoll deine täglichen Erlebnisse. Wie hast du reagiert? Ja? Oder du musst auch, das Tagebuch muss man nicht zwingend schreiben. Im Endeffekt male ich meine Tage. Ja, also ich male fast jeden Abend, nicht immer mit Acrylfarben, aber dann eben in meinem Malbuch. Und so reflektiere ich, während ich male, meinen Tag, überleg mir, ja, was könntest du besser machen? Wie hat es alles geklappt mit dem selbstsicheren Auftreten? Wo kann ich mich liebevoll verbessern? Aber dafür benötigte man eben diese Zeit der Stille. Diese Zeit mit mir alleine, die Zeit oder mit dir alleine, um tatsächlich auch wirklich sich reinzufühlen und in Ruhe zu reflektieren. Ja, wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du einen besonderen Themenwunsch hast, dann schreib mir das doch gerne unten bitte in den Kommentar mit rein. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Seminare und über meine Workshops. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsames Malen und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Also, pfiat euch, pfiat dich!